welche Konfigurations- und Einstellungsmöglichkeiten bei eurem Unify Gateway sinnvoll sind und welche Basisoptionen man auswählen könnte. Genau das schauen wir uns an in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Unify Basiskonfiguration und ich würde euch in diesem Video mal so ein bisschen zeigen, welche, ich sag mal, Konfigurations- und Einstellmöglichkeiten ich persönlich für sinnvoll halte, was man da wirklich konfigurieren kann, weil vielleicht der ein oder andere von euch auch mich gefragt hat und gesagt hat, hey Jan, was macht denn da irgendwie Sinn, ein Unify Gateway einzustellen? Und vielleicht haben ja viele von euch jetzt gerade irgendwie ein Unify Cloud Gateway Ultra oder ein Unify Cloud Gateway Max gekauft und gesagt, okay, jetzt habe ich hier dieses Gateway, aber was sind denn irgendwie sinnvolle Optionen, die irgendwie mich dann weiterbringen? Und das werden wir uns in diesem Video mal ein bisschen näher anschauen. Falls ihr noch beim Punkt steht und sagt, okay, ich habe noch, weiß noch nicht, welches Gateway ich haben will, schaut am besten mal oben rechts im Eck in die Playlist. Da gibt es Uni-Verkaufsberatung zum Thema Gateway. Ich habe mir Cloud Gateway Ultra und Cloud Gateway Max mal verglichen, angeschaut. Also da gibt es schon ganz viele Videos von mir. Schaut da gerne rein, falls ihr noch gerade vor dieser Entscheidung steht. Und ich würde sagen, für alle anderen, los geht's ins Video. Wir schauen mal an, welche Themen und Konfigurationsmöglichkeiten ich beim Unify Gateway habe. Bevor wir uns jetzt in die Unify-Oberfläche begeben, hier nochmal eine ganz kleine Übersicht, welche thematischen Dinge und Konfigurationsmöglichkeiten ich euch in diesem Video so ein bisschen zeigen möchte. Zum einen haben wir einmal das Thema WLANs, was sicher viele von euch interessiert. Wie kann ich meine Netzwerke strukturieren? Was kann ich da entsprechend konfigurieren? Da werden wir hier eine Basiskonfiguration mal vornehmen. Und das Thema Adblocking zum Beispiel, das kann man nämlich auch bei Unify jetzt einstellen. Das werden wir uns genauer anschauen. Und in dem Zuge zeige ich euch noch ein bisschen auch zum Thema Security ein paar Sachen, was man da noch einstellen kann, was vielleicht da sinnvolle Optionen sind, die ich anhaken sollte. Und das spielt dann einher mit dem Thema Traffic-Regeln. Das heißt, ich kann gewisse Apps oder gewisse Dienste entsprechend zu gewissen Uhrzeiten regulieren, einschränken und da natürlich gewisse Regeln vorgeben. Das werden wir uns anschauen. Und abschließend das Thema Hotspot-Manager für alle von euch, die einen Gast-WLAN betreiben und sagen, okay, ich möchte eine Anmeldeseite haben, wenn ein Gast mein Gast-WLAN betritt. Wie man das konfiguriert, das schauen wir uns dann auch noch mal ein bisschen Detail an. Und das Coole ist, ihr könnt einfach unten über die Kapitel in die jeweilige Unterrubrik reinspringen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, mich interessiert nur eins von diesen vier Themen, dann könnt ihr euch das da anschauen. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein und schauen uns jetzt mal die Oberfläche an. Hier seht ihr jetzt die Oberfläche meiner Testumgebung. Ich habe hier ein Cloud Gateway Ultra im Büro stehen, wo ich euch gewisse Sachen zeigen kann, ohne dass ich hier zu Hause mein ganzes Netzwerk schrotte und auf einmal kein Internet mehr da ist. Deswegen an dieser Stelle hier Cloud Gateway Ultra kann ich ganz gut nutzen. Auch dazu habe ich ja schon mal ein ausführliches Video gemacht. Ihr könnt natürlich auch überlegen, ein Cloud Gateway Max zu holen. Da habe ich auch in den vorigen Videos mal so ein bisschen gezeigt, was da die Unterschiede sind. Und nur mal zum Verständnis, damit ihr wisst, auf welchem Stand wir hier gerade sind. Wir haben Unify OS 4.0.6 und hier die Network-Version ist 8.3.2, die man nutzen kann. Nur damit ihr wisst, auf welcher Version ich hier gerade das Ganze zeige, weil sich bei Unify immer extrem viel ändert. Deswegen an der Stelle nur dieser kurze Hinweis. Wir starten jetzt rein mit den WLANs. Dazu klicke ich oben einmal in die Network-Applikation. Und dann habe ich hier schon mein Network-Tab offen. Könnt ihr natürlich erreichen, indem ihr hier links auf Settings klickt und dann da auf Network. Ganz wichtig an der Stelle, Wi-Fi ist nicht gleich Network. Also wir haben einmal das WLAN, wo ich quasi meine IP-Adressen definieren kann, wo ich sagen kann, welcher IP-Adressbereich soll der DHCP haben. Und dann habe ich meine Wi-Fis. An dieser Stelle ist natürlich das Thema Wi-Fi bei mir ausgegraut. Einfach aus dem Grund, weil ich hier jetzt keinen Access Point an den ans Cloud Gateway Ultra angeschlossen habe, sodass man natürlich das dann nur konfigurieren kann, wenn ich wirklich einen Access Point habe. Wir wollen uns jetzt aber mal die WLANs anschauen. Letztendlich ist das WLAN nichts anderes als ein Virtual Local Area Network, sodass ich letztendlich gewisse IP-Adressbereiche definieren kann und die gewissen Sachen zuordnen kann. Wir fangen jetzt einfach mal an und legen mal einfach eins an und ich klicke mal hier auf New Virtual Network und dann sehen wir hier den Network-Namen. So, beim Network-Namen würde ich jetzt so sagen, ich würde jetzt in Summe wahrscheinlich drei Netzwerke anlegen. Wir haben ja einmal das Default-Netzwerk, das kann man sowieso grundsätzlich nicht ändern vom IP-Adressbereich und ich würde jetzt zum Beispiel erstmal das erste Netzwerk anlegen und das Heimnetz nennen. Das ist quasi ein WLAN, was ich quasi für alle Standardgeräte, also für alles, was ich irgendwie nutze, für Computer, für Laptops, für Smartphones, würde ich einfach das nehmen und dann zum Beispiel hier das Autoscale Network rausnehmen und ihm hier sagen, okay, du bist jetzt die 192.168.20.1. Wenn ihr nicht wisst, was eine IP-Adresse ist oder wie die IP-Adresse aufgebaut ist, schaut auch gerne mal in mein Video zum Thema IP-Adressen. Da habe ich das auch nochmal grundlegend erklärt. Wir haben hier eine /24 IP-Adresse, das heißt, wir können hier
249 Geräte in dieses WLAN reinhängen und dann seid ihr da eigentlich erstmal gut aufgestellt. Wir können hier auf Manual nochmal gehen und uns da nochmal die Optionen angucken. Zum einen könnt ihr natürlich die WLAN-ID definieren. Ich würde halt dann aber euch empfehlen, einfach das auf Default zu lassen. Das wäre jetzt in diesem Fall 2. Wenn ihr natürlich eine andere Nummerierung haben wollt, könnt ihr das natürlich darüber auch lösen. Wir haben hier noch zwei Options, Guest Network und Isolate Network. Das schauen wir uns gleich an bei weiteren WLANs und wir können hier sagen Allow Internet Access. Und was ich auch cool finde, wir können hier schon Content Filtering insgesamt fürs gesamte WLAN einstellen. Das heißt, wir brauchen das dann hinterher nicht auf gewissen Ebene definieren. Ich würde es jetzt an der Stelle auch erstmal auf Non lassen und hier unten sehen wir noch den IP-Adressbereich, also von 6 bis 254 und dann ist das eigentlich soweit, passt das eigentlich soweit. An dieser Stelle brauchen wir für dieses WLAN das nicht auf Manual zu stellen, sondern können es auf Auto stellen und klicken dann hier einfach auf Add. So, dann haben wir jetzt hier das Netzwerk Heimnetzwerk oder Heimnetz. Wir haben ja dann hier auch noch das Default-Netz und ich würde es zum Beispiel an eurer Stelle so machen, diese ganze Netzwerkinfrastruktur, das heißt Switche, Access Points und alles, was irgendwie Netzwerk ist, würde ich auf die 192.168.1.0 hängen und den Rest, wie gesagt, eure ganzen Geräte auf das zweite WLAN, was dann quasi Heimnetz ist. Das Coole ist, über diesen Button hier unten, IoT Auto Discovery, könnt ihr dann auch definieren, ob die Netzwerke, die WLANs untereinander letztendlich auch sich austauschen können, ist natürlich sehr hilfreich, wenn wir jetzt das nächste virtuelle Netzwerk anlegen. Da klicke ich einmal auf New und das wäre zum Beispiel jetzt in diesem Fall IoT-Geräte. Ne? Sei es irgendwie die smarte PV-Anlage oder der Wäschetrockner oder keine Ahnung was. Da würde ich zum Beispiel auch so machen, da würde ich auch wieder einen anderen IP-Adressbereich nehmen, zum Beispiel die 30, sodass ihr da auch noch ein bisschen Platz habt und auch da könnt ihr wieder 249 IP-Adressen nutzen und genau, im IoT-Netz würde ich dann zum Beispiel alles reinhängen, was Alexa oder was irgendwelche smarten Geräte sind. Einfach, dass man das so ein bisschen sauber voneinander getrennt hat und da würde ich zum Beispiel jetzt hier auf Manual gehen. Ich würde hier dann noch ein paar Anpassungen vornehmen und zwar dann hier zum Beispiel auf Isolate Network klicken. Das war früher übrigens auch anders. Also früher war es mal so, man konnte nur ein Gastnetzwerk machen und dann war es automatisch isoliert. Das ist jetzt so, dass man das jetzt auch mal einzeln definieren kann. Also würde ich zum Beispiel hier sagen Isolate Network, das heißt, die Geräte können zwar noch untereinander kommunizieren, aber man kann die halt dann, die können dann halt nicht auf eure, ich sag mal, Geräte aus eurem Heimnetzwerk zugreifen. Natürlich ist es aber andersrum möglich, dass zum Beispiel ihr mit euren Geräten aus dem Heimnetz auf die IoT-Geräte zugreifen könnt. Aber die können halt nicht mehr irgendwelche, ich sag mal, Daten von euch abgreifen. Die haben zwar Internetzugriff und darüber könntet ihr letztendlich verwalten. Ist eigentlich ein ganz cooles Feature, wie ich finde. Und auch hier können wir natürlich dann den IP-Adressbereich definieren und dann klicke ich hier einfach auf Add und dann haben wir auch da schon das nächste Netzwerk oder das nächste Virtual Network hinzugefügt. Und dann können wir hier natürlich jetzt immer sagen, wir machen noch ein drittes und nennen das mal Gastnet. Und wie gesagt, wir bewegen uns hier nur in den IP-Bereichen. Das heißt, wir haben hier noch kein WLAN und nichts definiert. Das wäre natürlich dann noch ein weiterer Schritt, das Ganze dann zu definieren. So, hier würde ich jetzt auch sagen, wir machen 40 zum Beispiel für das Gast-WLAN. Und dann würde ich hier auf Manual gehen und da dann zum Beispiel den Punkt Guest Network anklicken. Und man könnte natürlich dann hier auch noch Sachen einschränken, aber das schauen wir uns dann später an. Genau, und wenn ich das so definiert habe, klicke ich hier einmal auf Add und dann habe ich letztendlich hier mein Gastnetzwerk definiert. Jetzt habe ich ja diese drei WLANs hier definiert und ich kann jetzt hier zum Beispiel in den WLAN-Viewer reinklicken und dann sehe ich hier zum Beispiel, auf welchem Port welche WLANs aktiv sind. Grundsätzlich ist es immer so, wenn ihr die WLANs definiert habt, werden die auf allen Ports hier angezeigt. Wir sehen zum Beispiel hier, das native WLAN hier auf den Port 1 bis 3 ist letztendlich quasi das Default-WLAN. Wir können das Ganze aber auch ändern, wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel hier meinen Access Point angeschlossen und dann könnte ich hier quasi auf das Thema Ports klicken und sage, okay, ich will jetzt hier zum Beispiel auf dem ersten Port nicht mein Default Native WLAN, sondern zum Beispiel das Heimnetz und klicke dann hier auf Apply Changes und dann kann ich mir das, wenn ich es mir hier anzeige, sehen wir hier, das native WLAN wäre dann quasi das Heimnetz. Das heißt, hier wird natürlich dann diese IP-Adresse über den DHCP zugewiesen mit allem, was ich da entsprechend anschließe. Was natürlich nicht heißt, dass die anderen WLANs nicht mitgegeben werden, aber das kann ich natürlich hier definieren, je nachdem, ob ich Tagged, Blocked oder Native hier eingestellt habe. Weiter geht es mit den Security-Sachen mit Adblocking. Dazu klicke ich hier einmal wieder auf Settings und auf den Reiter Security. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, unterschiedliche Security-Einstellungen vorzunehmen. Und hier habe ich dann zum Beispiel diese Traffic Identification. Das heißt, dass ich hier wirklich im Dashboard sehe, was ist für Traffic. Wenn wir hier oben in dem Bereich sehen, wenn natürlich da Traffic ist, wo kommt das her, wer hat auf welche Seiten zugegriffen. Das können wir hier über das Thema Security einstellen. Genauso wie Device Identification würde ich hier auch machen. Und wir haben hier das Thema Adblocking. Hier kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, ich will
will Adblocking zum Beispiel auf meinem Heimnetzwerk und auf meinem IoT, bei meinen IoT-Geräten und klicke dann hier auf Save und dann wird das letztendlich da hinzugefügt. Ich habe hier auch die Möglichkeit zum Beispiel auch noch ein DNS-Shield anzumachen. Kann man machen, wenn man das möchte. Und natürlich hier dieses Intrusion Prevention System. Das würde ich zum Beispiel einfach auf Auto setzen. Ihr könnt natürlich auch hier das Ganze auf Advanced packen. Ihr müsst natürlich da dann im Hinterkopf behalten, dass natürlich durch dieses Intrusion Detection and Prevention letztendlich auch die Internetgeschwindigkeit ein bisschen reduziert wird. Auf der anderen Seite werdet ihr natürlich davon dann auch geschützt und kriegt dann eine Benachrichtigung, wenn irgendwas mit eurem Netzwerk nicht stimmt oder wenn irgendwie ihr gehackt wurdet oder irgendwas passiert, dann könnt ihr natürlich hier sagen, okay, ich will nur benachrichtigt werden oder ich kann auch sagen, eine benachrichtigt werden und blockieren. Das kann man natürlich einstellen, wie man das haben will. Ich würde es grundsätzlich eigentlich auf Auto lassen. Das könnt ihr natürlich für euch selber einstellen, wie das für euch am besten passt. Beim Thema Security kann ich euch auch noch was zeigen. Ihr habt ja hier den Punkt Country Restriction. Den könnte ich zum Beispiel anhaken. Ihr könnt aber auch, wenn ihr hier auf den Inside-Tab geht, hier oben auf den Punkt Geo gehen. So, dann seht ihr eine Weltkarte. Und was ich eigentlich richtig cool finde, ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, ich möchte jetzt zum Beispiel aus gewissen Ländern keinen Traffic erlauben. Könnte dann zum Beispiel hier unten mal auf Namibia klicken und dann sagen, blockieren und kann dann letztendlich Traffic aus diesen Ländern blockieren oder, keine Ahnung, Australien oder whatever. Ne? Das könnt ihr natürlich selber für euch definieren oder auch aus China oder was. Das könnt ihr natürlich selber einstellen, indem ihr da einfach draufklickt und sagt, okay, hier, da will ich jetzt keinen Traffic von erlauben, sodass man das natürlich das dann irgendwie sehr gut verwalten kann. Ich finde, das hat Unify auch sehr schön gemacht, dass man hier auch sofort sieht, okay, aus welchen Ländern möchte ich Traffic erlauben und aus welchen nicht. Und wenn ich das hier in der Karte definiert habe, dann sehen wir hier zum Beispiel auch jetzt unter Country Restriction, was ich dann detaillierter dann noch einstellen kann. Also ich kann hier erstmal natürlich die Länder quasi auswählen und ich kann hier auch sagen, okay, soll dieser Traffic akzeptiert werden oder was soll geblockt werden, outgoing oder incoming, sodass man natürlich dann auch überlegen kann, okay, will ich jetzt Sachen haben, dass meine IT-Devices irgendwas nach China senden oder das kann ich natürlich dann hier wirklich dediziert einstellen. Finde ich gut, dass Unify das hier auch so gut realisiert hat. Weiter geht es mit dem Thema Traffic Rules. Dazu klicke ich hier oben einmal auf Traffic Rules und Firewall Rules, also auch im gleichen Menüpunkt und kann hier sagen Create Entry. So, dann haben wir hier eine Übersicht und ich kann zum Beispiel hier jetzt gewisse Sachen definieren. Also ich könnte mir zum Beispiel jetzt vorstellen, dass ich zum Beispiel hier sage Social Media Block. Also wenn ich zum Beispiel das jetzt in irgendeinem Kontext nutze, wie zum Beispiel auf einer Messe oder oder irgendwo in einem Bereich, wo ich sage, ich will jetzt gewissen Traffic in diesem Netzwerk nicht erlauben, dann kann ich hier sagen, okay, wo sollen die Sachen geblockt werden? Dann selektiere ich hier und kann zum Beispiel sagen, okay, in meinem Gastnetzwerk darf kein Social Media genutzt werden. Warum auch immer, das könnt ihr natürlich selber definieren. Ich will euch das halt nochmal hier an diesem Beispiel zeigen, sodass man natürlich dann sagen kann, okay, ich will das Ganze jetzt hier blockieren und kann dann hier unter Destination auswählen, was ich machen möchte. Ich kann zum Beispiel einmal sagen, okay, ich will eine bestimmte App. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, keine Ahnung, ich will jetzt hier Facebook blockieren, kann ich hier sagen, okay, Facebook. Ich kann aber auch das ein bisschen übergreifend machen und sagen, ich will eine App-Gruppe und selektiere dann hier das Thema Social Network. Ihr seht ja hier schon, es gibt da viele weitere Optionen. Ich kann dann Online-Games, Instant-Messaging, sodass ich dann eine Gruppe von Social Networks habe, die ich dann definieren kann und kann dann zum Beispiel hier sagen Save und kann natürlich dann das auch so definieren, wie ich das haben will. Also das kann man wirklich sehr, sehr gut einstellen. Ihr habt aber auch dazu jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will jetzt, wenn man jetzt andere Sachen machen möchte, gewisse IP-Adressen oder gewisse Domain-Namen letztendlich blockieren. Ich denke mal, das ist ein gutes Beispiel hier einfach mit Social Media, dass ich sagen kann, okay, zeig mir mal hier oder blockiere alle Social Networks in diesem Gast-WLAN und ich kann darüber hinaus auch hier so eine Timeline oder so eine Regel definieren, wann sollen die blockiert werden. Was ist eigentlich ganz cool, könnte man zum Beispiel auch nutzen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt, ich mache ein extra WLAN für meine Kids zum Beispiel und sage, pass auf, die dürfen nur bis 20 Uhr irgendwie im Internet surfen, dann könnte ich hier sagen, okay, jeden Tag in einer Zeit von, weiß ich nicht, 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends dürfen die das nutzen. Und ab 20 Uhr wird das blockiert, sodass dann letztendlich alle Social Networks nicht mehr, also dass der Traffic da nicht mehr rausgeht. Genauso wie ich dann auch sagen kann, ich möchte in der Woche das Ganze machen. Ich kann dann zum Beispiel auch sagen, okay, unter der Woche soll das definiert werden und am Wochenende nicht. Oder ich kann auch zum Beispiel ein bestimmtes Datum sagen, wenn ich jetzt ein gewisses Event habe und sage, okay, an dem Tag dürfen die Mitarbeiter oder der nicht auf die Sachen zugreifen und dann kann ich das hier entsprechend einschränken und dann letztendlich mir so konfigurieren, wie ich das brauche. Dann klicke ich hier unten einfach am Ende auf Add Rule und dann wird das hier zugefügt und dann kann ich hier
dir genau mir das anzeigen, was es da für Möglichkeiten gibt. Es gibt natürlich auch für die Leute unter euch, die jetzt ein bisschen mehr auch Plan von diesen ganzen Sachen haben, da auch noch die Möglichkeit hier auf Advanced zu klicken. Da kann man wirklich auf IP-Ebene auch das Ganze ein bisschen genauer definieren oder man kann sogar auch MAC-Adressen eingeben. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Advanced Options, die man sich auch anschauen kann. Ein weiteres cooles Feature, was ich euch bei den Traffic Rules noch zeigen will, das ist auch jetzt meiner Meinung nach schon etwas neuer, auch bei Unify, ist das Thema, ich kann nicht nur Traffic blockieren oder Traffic zulassen, sondern ich kann auch ein Speedlimit für gewisse Applikationen definieren. Da würde ich jetzt zum Beispiel in diesem Fall, wir kennen es vielleicht klassisch, ne? Man ist auf einer Messe, ist vielleicht an irgendeinem Stand als Mitarbeiter tätig und hat dann irgendwie sein iPad und so und meistens funktioniert das WLAN ja nicht so gut so auf Messen. Da kann man dann zum Beispiel als Administrator sagen, okay, pass auf, ehe jetzt hier meine 100 Mitarbeiter am Stand alle mit ihren iPad anfangen, irgendwelche Updates zu machen, kann ich das Ganze blockieren. Würde ich dann hier wieder entsprechend zum Beispiel mein Heimnetz auswählen und dann kann ich hier als App quasi einmal das selektieren, kann dann hier zum Beispiel einmal eingeben iTunes, könnte dann hier sagen iTunes App Store, kann aber zum Beispiel auch noch was weiteres hinzufügen, wenn ich jetzt hier sage Apple, dann sehen wir zum Beispiel hier Apple Store und kann das letztendlich dann so ein bisschen in der Geschwindigkeit begrenzen und sagen hier, ihr dürft nur ganz langsam irgendwelche Sachen runterladen, einfach damit da dann das WLAN nicht quasi blockiert wird und die Bandbreite runtergeht und man das dann nicht für wichtige Dinge nutzen kann. Ich wollte euch auch noch den Hotspot-Manager zeigen. Dieser Hotspot-Manager taucht aber nur auf, wenn ihr hier unter WLANs ein Gast-WLAN definiert habt, mit dem ihr dann letztendlich das Ganze nutzen könnt. Das ist sehr interessant, dass Unify das nicht irgendwie defaultmäßig anzeigt und sagt, hier, du hast kein Gast-WLAN definiert, deswegen kann ich dir diese Option nicht anzeigen. Aber diesen Hotspot-Manager findet ihr einfach hier unter Insights und dann könnt ihr hier oben auf das Thema Hotspot klicken und könnt dann letztendlich sehen, wer ist denn jetzt hier eingeloggt. Natürlich funktioniert das nur in Kombination mit einem WLAN. Also wenn ihr jetzt ein Gast-WLAN definiert habt, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ich weise quasi diesem WLAN dieses Gast-WLAN hinzu und dann habe ich hier dann über die Möglichkeit, über diese Landingpage mir eine, ich sag mal, gecustomized Landingpage mit meinem Logo. Also ich kenne das zum Beispiel, oder würde es halt sagen, bei so einem klassischen Café, wenn man ein Gast-WLAN anbieten will und den Gästen die Möglichkeit bieten will, dass man da irgendwie Internetzugriff hat, dann kann man das letztendlich hier schön customizen mit einem schönen Logo. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, also das könnt ihr euch dann da gerne mal anschauen, das habe ich euch auch entsprechend verlinkt und da habt ihr dann wirklich hier die vollen Möglichkeiten, euch das Ganze anzuschauen. Ihr habt hier auch unterschiedliche Möglichkeiten der Authentifizierung, ihr könnt Vouchers machen, ihr könnt Payment machen, ihr könnt Passwort definieren. Aber das habe ich ja, wie gesagt, in einem anderen Video schon mal definiert oder euch schon mal gezeigt, also das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Jetzt würde ich von dir gerne mal wissen, welche Optionen und Einstellungen hast du in deinem Unify Gateway vorgenommen? Welche Einstellungen interessieren dich auch? Vielleicht kann ich dazu nochmal ein detaillierteres Video machen und da ein bisschen tiefer in das Thema reingehen. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Schreibt dazu gerne einen Kommentar unter dieses Video und ihr könnt natürlich auch gerne weiter Fragen stellen. Also falls ihr da was wissen wollt, was bei euch vielleicht noch anders ist oder welche Optionen ihr wo findet, schreibt das auch gerne unter dieses Video in die Kommentare. An dieser Stelle habe ich noch zwei Service-Hinweise für euch. Zum einen könnt ihr gerne meinem Instagram-Kanal folgen. Da nehme ich euch so ein bisschen mit behind the scenes und zeige euch so ein bisschen, was hier auch neben den normalen YouTube-Videos noch so alles passiert, welche neuen lustigen und coolen Gadgets ich hier noch so auf dem Tisch liegen habe, die vielleicht dann kommen. Und ihr bekommt natürlich auch so ein paar Previews, was demnächst an neuen Videos kommt. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Service-Hinweis Nummer 2 ist mein Discord-Server. Da könnt ihr gerne jederzeit beitreten und natürlich auch über das Thema Unify gerne diskutieren. Und dann können wir uns natürlich da gerne in der Community austauschen. Den Link auch dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, den Kanal abonniert und natürlich die Glocke läutet, damit ihr zukünftig benachrichtigt werdet, sobald wir ein neues Video hochladen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.